Hallo, hier ist Podcast von Sven Heidenreich, Folge 131 und ich nehme mal wieder mit dem LSP2 auf. Der ist auf automatisch und er ist auf 320 und weit 1. Das nur einfach mal so. Ja, heute möchte ich mich mit euch mal um die Menüführung des Olympus DM770 kümmern. Wir beginnen jetzt einfach mal, ich drücke jetzt mal die Menütaste, das ist die mittlere von den drei Tasten oben. Aufzeichnungsmenü. Und es beginnt gleich mit dem Aufzeichnungsmenü. Wenn man jetzt mit den Pfeiltasten runtergeht, hat man die ganzen Menüpunkte. Wiedergabemenü. Dateieinstellungen. Display- und Klangmenü. Geräteeinstellung. Aufzeichnungsmenü. So, wir beginnen jetzt also mit dem Aufzeichnungsmenü. Ich gehe mit der Pfeiltaste rechts ins Aufzeichnungsmenü. Aufnahmesituation einstellen. Da haben wir einmal Aufnahmesituation einstellen. Da kann man jetzt also die Aufnahmesituation alle einstellen. Jetzt gehe ich weiter runter. Zeitgesteuerte Aufnahme einstellen. Hier kann man eine zeitgesteuerte Aufnahme einstellen, also sowas wie programmieren. Ja. Aufnahmesituation. Das sind die beiden Punkte. Gehen wir mal rechts mit der Pfeiltaste rechts in die Aufnahmesituation. Ja, das ist der sogenannte Hilfetext. Ja, da drun, also jetzt haben wir erstmal untereinander die ganzen Aufnahmesituationen. Das war gerade manuell. Das bedeutet, man kann alles selbst einstellen. Ich gehe eine Taste runter, eine Pfeiltaste nach unten. Automatisch. Aufnahmepegel wird automatisch angepasst. Der Aufnahmepegel wird automatisch angepasst, genau. Ich gehe noch weiter runter. Vorlesung. Geeignet für Aufzeichnungen, bei denen das Mikrofon in eine bestimmte Richtung fokussiert ist. Wie bei großen Veranstaltungsorten, wenn der Sprechende weit entfernt ist. Genau. Ich gehe nochmal mit dem Pfeil runter. Konferenz. Geeignet für Aufzeichnungen von Konferenzen in einem großen Saal und anderer Tonaufnahmen entfernter Geräuschquellen. Nochmal mit dem Pfeil runter. Meeting. Geeignet für Aufzeichnungen von Meetings in kleinen Räumen und für andere Tonaufnahmen naheliegender Geräuschquellen. Genau. Noch ein runter. Diktat. Geeignet für Aufzeichnungen der eigenen Stimme und anderer Tonaufnahmen extrem naheliegender Geräuschquellen. Manuell. Noch ein runter, das ist wieder bei manuell. Individuell festlegen. Bitte drücken Sie die Rechtstaste und nehmen Sie Ihre Einstellungen vor. Drücken Sie bitte die Linkstaste und dann die OK-Taste, wenn Sie die Einstellungen abschließen wollen. Gut, wir sind jetzt also bei manuell und manuell interessiert uns. Ich gehe mit dem Pfeil nach rechts. Aufnahmepegel einstellen. Hier haben wir den Aufnahmepegel. Darunter haben wir Einstellungen Aufnahmemodus. Den Aufnahmemodus. Zoom-Mikrofon einstellen. Zoom-Mikrofon einstellen. Low-Cut-Filter einstellen. Den Low-Cut-Filter. Genau, das sind die ganzen Punkte. Aufnahmepegel einstellen. Gut. Das erste war also der Aufnahmepegel. Ich gehe nach rechts. Niedrig. Geeignet für die Aufnahme von Diktaten. Genau. Ich eine Taste. Eine mit der Pfeiltaste immer runter. Automatisch. Der Aufnahmepegel wird immer automatisch an die Eingangstonlautstärke angepasst. Geeignet für Tonaufnahmen jeder Art. Hoch. Geeignet für die Aufnahme von Vorlesungen, großen Konferenzen und anderen Einsatzbereichen mit entfernten und leisen Geräuschquellen. Genau. Mittel. Geeignet für die Aufnahme von Besprechungen und Treffen kleinerer Gruppen. Niedrig. Geeignet für die Aufnahme von Diktaten. Wenn ich was bestätigen will, dann muss ich auf die OK-Taste drücken. Gut, ich gehe da nach links. Aufnahmepegel einstellen. Wir kümmern uns jetzt mal um Einstellungen Aufnahmemodus. Den Aufnahmemodus. Gehen also wieder mit Pfeiltaste rechts rein. MP3-Modus. MP3-Modus haben wir. PCM-Modus. Das sind die beiden Sachen. MP3-Modus. Beim MP3-Modus haben wir, jetzt gehe ich also wieder rein.
Ja, das ist okay. 128 Kilobit pro Sekunde. Das würde ich nicht empfehlen, nur wenn man jetzt wirklich etwas aufnimmt, wo nicht viele S-Laute sind und ja. 64 Kilobit pro Sekunde Mono. Das ist für Tagebücher ganz gut oder für, ja, wenn man etwas in Mono dokumentieren will. 8 Kilobit pro Sekunde Mono. Das kann ich überhaupt nicht empfehlen. Gut, wir 320 sind wieder bei Kilobit der pro Sekunde. 320. Gehe wieder raus. MP3-Modus. PCM-Modus. Jetzt haben wir PCM-Modus. Ich gehe hinein. 44,1 Kilohertz 16 Bit. Das ist so Standard. 48 Kilohertz 16 Bit. 48 Kilohertz ist DVD-Qualität, ne? Benutzt dann halt viel für so Videos. Ja, das war's. Ich gehe wieder raus. PCM-Modus. Einstellungen Aufnahmemodus. Danach kommt. Zoom-Mikrofon einstellen. Da haben wir Aus. genau aus. Wide Wenn man 1. runter geht, weit 1. Wide 2. Wide 3. Genau. Und wenn man hoch geht, Aus. Zoom 1. haben wir die verschiedenen Zoom 2. Zoom-Einstellungen. Genau. Gehe wieder zurück. Zoom-Mikrofon, Low-Cut-Filter einstellen. Hier haben wir den Low-Cut-Filter. Hier wieder rein. Aus. Mit rechts. Da haben wir nur Ein. aus und ein. Wieder zurück. Low-Cut-Filter einstellen. Mikrofonauswahl Hier einstellen. haben wir die Mikrofonauswahl. Das heißt, hier kann man also auch das zentrale Mikrofon an- und ausschalten. Ich gehe wieder rechts. Zentrales Mikrofon an. Das ist jetzt eingeschaltet. Zentrales Mikrofon aus. Jo, da kann man es ausschalten. Okay. Mikrofonauswahl. Aufnahmepegel einstellen. Manuell. Sie können jede Einstellung individuell Genau. wählen. Und um überall rauszugehen, Aufnahmesituation müssen wir immer einstellen. nach links. Aufzeichnungsmenü. Und schon sind wir wieder beim Aufzeichnungsmenü. Jetzt gucken wir uns mal das Wiedergabemenü an. Wiedergabemenü. Nach rechts. Wiedergabe der extrahierten Stimmenabschnitte einstellen. Diese Funktion überspringt Passagen ohne Sprachanteile in der Datei automatisch und gibt lediglich die gesprochenen Passagen wieder. Ja, benutze ich allerdings nie. Rauschunterdrückung einstellen. Die ist auch nicht so doll, würde ich auch nicht empfehlen. Stimmenlautstärkeangleichung einstellen. Diese Funktion erhöht die Lautstärke von leisen Passagen während der Wiedergabe von Audiodateien. Ja, das ist ganz interessant. Das ist wie beim Fernseher, ne? Dass die leisen Geräusche lauter gezogen werden. Kann man mal benutzen, ist ja halt nur bei der Wiedergabe. Ja. Wiedergabemodus einstellen. Hier haben wir den Wiedergabemodus. Da gehen wir jetzt wieder nach rechts. Ordner wiedergeben. Da kann man entscheiden, ob er den ganzen Ordner wiedergeben soll oder Einstellungen. Dateiwiedergabe. Gut, das war also das Wiedergabemenü. Wiedergabemenü. Jetzt gehen wir Dateieinstellungen. Dateieinstellungen. Das ist auch ein bisschen abgespeckter. Wir gehen wieder nach rechts. Stimmerkennung einstellen. Wir haben Mit dieser Funktion werden die Sprachanteile aus einer Sprachdatei oder Datei extrahiert, die mit dem Voice Recorder aufgenommen wurde. Ja, kann ich auch nicht empfehlen. Habe ich auch noch nie benutzt. Dateischutz einstellen. Dateischutz, das ist für dich ganz interessant, Flo. Da kannst du halt, das kennst du aber auch vom LS3, da kannst du halt wirklich die Dateien schützen und würde ich auf jeden Fall mit Dateien machen, die sehr wichtig sind, ja, damit die nicht aus Versehen gelöscht werden. Dateitrennung auswählen. Ja, so kann man Diese Dateien. Funktion ermöglicht das Trennen der Datei an aktueller Wiedergabeposition. Genau, da kann man also eine Datei trennen. Stimmerkennung einstellen. Mit dieser Funktion werden die Sprachanteile aus einer Sprachdatei oder Datei extrahiert, die mit dem Voice Recorder aufgenommen wurde. Gut, würde ich auch nicht empfehlen. Dateischutz einstellen. Gut, sind wir beim Lab. Dateieinstellungen. Display und Klangmenü. Das Menü kennst du und auch hier, das ist das Display- und Klangmenü. Da gehen wir wieder nach rechts. Sprachbedienerführung einstellen. Dann haben wir gleich die Sprachbedienerführung. Systemton einstellen. Systemton. Farben invertieren Das einstellen. ist etwas für Sehbehinderte. Displaybeleuchtung einstellen. Die Displaybeleuchtung brauchen wir jetzt auch nicht. LED einstellen.
LED brauchen wir auch nicht. Display Kontrast einstellen. Kontrast ist auch nicht wichtig für uns, nur halt, wenn man was sieht. Sprachwahlmenü. Da kann man die Sprachen einstellen. Sprachbedienerführung einstellen. Sind wir wieder bei der Sprachbedienerführung. Wir gehen mal rein mit Pfeil rechts. Ein- und Aus-Einstellung. Da kann man die Sprachbedienerführung ein- und ausschalten. Bedienerführungsgeschwindigkeit einstellen. Kann man die Geschwindigkeit einstellen. Lautstärke einstellen. Da kann man die Lautstärke einstellen. Ein- und Aus-Einstellung. Genau, sind wir wieder bei Ein- und Aus. Sprachbedienerführung. Systemton einstellen. Systemton, da haben wir nur Ein- und Aus. Ein, Aus. System. Farben invertieren Einstellung. Standardeinstellung wählen. Invertierte Anzeige wählen. Genau, das sind die beiden Punkte. Farben invertieren. Displaybeleuchtung einstellen. Da gibt es auch nur. Aus. 5 Sekunden. 10 Sekunden. 30 Sekunden. Und so weiter. Ne? Da kann man also einstellen, Displaybeleuchtung wie lange man einstellen. Die Displaybeleuchtung haben möchte. LED ein, aus. Aus ein. Kennen wir auch. Display Kontrast einstellen. Kontrast. Eins, da kann man. Zwei, drei, genau, Kontrast, eins, wie hoch er sein soll. Display Sprachwahlmenü. Und die Sprachwahlmenü. Da gehen wir rein. Deutsch. Englisch. Spanisch. Französisch. Italienisch. Russisch. Schwedisch. Deutsch. Bis wir wieder bei Deutsch sind, genau. Und da sind wir wieder, gut. Display und jetzt kommt noch das. Geräteeinstellung. Die Geräteeinstellung. Wir gehen nach rechts. Batterieauswahl Einstellung. Hier kann man den Batterietyp wählen. Ich gehe mal rein. Nickel-Metall-Hybrid-Akku. Alkaline-Batterie. Genau. Batterieauswahl Zeit und Datum einstellen. Hier kann man Zeit und Datum einstellen. Stellen Sie die Uhrzeit mit den Plus-Minus-Tasten und Rechts-Links-Tasten ein. Zum Starten der Uhr bitte die OK-Taste in der Mitte drücken. Genau, jetzt kann man bitte hier... Bitte stellen Sie die Stunden ein. Jetzt kann man die Stunden einstellen. 0, 1. 1. Bitte stellen Sie die Minuten ein. Pfeil nach rechts bin ich jetzt gegangen. 3. Genau. Bitte stellen Sie den Tag ein. Den Tag einstellen. 30. Bitte stellen Sie den Monat ein. März. Genau. Bitte stellen Sie das Jahr ein. Das kann man alles einstellen. 2021. Ja. Bitte stellen Sie die Stunden ein. Bitte stellen Sie das Jahr ein. Genau. Wenn man bitte stellen Sie die Stunden ein. Wenn man ein. Alles hat, dann bestätigt man das. 30. März 2021. 1. 3. Genau. USB-Einstellungen. Dann haben wir hier die USB-Einstellungen. Gehen wir rein. Variable. PC-Verbindung. Netzteilverbindung. Am besten man stellt es auf Variable. Variable, ne? USB-Einstellung zurücksetzen. Hier kann man die Einstellungen zurücksetzen. Das kann man mal machen, wenn man sich irgendwie verzettelt hat oder irgendwas beim Gerät eingestellt hat. Das ist okay, das kann man jederzeit machen. Formatierungsmenü. Das sollte man generell nicht machen, weil er dann nämlich auch die Sprachdateien löscht. Systeminformationen. Hier liest er die Systeminformationen vor, also die Firmware und die Seriennummer. Braucht man aber nicht unbedingt. Batterieauswahl Einstellung. Das ist der Batterieauswahl Einstellung. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall die Menüs durch. Aufzeichnungsmenü. Ich gehe mal raus mit der Stopptaste. Ja, und die Besonderheit bei dem Gerät ist auch halt, dass er bei gewissen Situationen spricht. Wenn ich also die Stopptaste lange drücke, dann sagt er Batteriekapazität mittel. Und wenn ich die gedrückt halte, aktuelles Datum und Uhrzeit. Dann sagt er auch noch Datum und Uhrzeit. 30. März 2021. 1. 4. Verbleibende Aufnahmezeit über 5 Stunden. Genau. Mal schauen, was passiert, wenn wir die mit der F1-Taste, also mit der linken oben, können wir die Ordner durchbringen. Ordner C, Ordner D, Ordner E. Immer einmal drücken. Ordner A, Ordner B. Ja, wenn man sie gedrückt hält, Ordner C. Passiert gar nichts. Also man springt mit der linken oberen Taste, die sogenannte F1-Taste,
nur durch die Ordner. Wenn man die Menütaste gedrückt hält, dann kommt man gleich manuell. Sie können jede Einstellung individuell festlegen. In die Aufnahmesituation. Bitte drücken Sie die Rechtstaste und jetzt kann man Ihre Einstellungen vor. Drücken Sie bitte die Linkstaste und dann die OK-Taste, wenn Sie die Einstellungen abschließen wollen. Genau, also jetzt kann man gleich durch die Aufnahmesituation gehen, ist also auch sehr praktisch, kommt man gut hin. Wenn man die rechte Taste, die F3, lange gedrückt hält. Rekorder ist im Stoppmodus. Dann sagt Ordner er C. Erste Datei. Aufnahmedatum und Uhrzeit. Genau. 29. August 2020, 16:59. Genau. Ja. Und wenn man nur auf die F3-Taste drückt? Datei ist geschützt. Ja, dann könnte man einen Index setzen, aber da die Datei geschützt ist, sagt er gleich, Datei ist geschützt. Dann haben wir noch die rechte Taste unten. Wenn man die, also ganz rechts unten, wenn man die einmal drückt. 29. Sagt er auch das Datum? August 2020. Samstag. Eine Datei. Genau. Und wenn man diese Taste lange drückt, die untere. Müsst ihr eigentlich Sprachmodus ausmachen. Moment, ich gehe mal kurz. Sprachführung aus. Genau. Wenn man sie wieder länger drückt, die untere Taste. Sprachführung an. Schaltet er die Sprachführung wieder ein. Genau. Ja, das war's zur Menüführung vom DM770. Ich finde ihn wirklich super und du wirst, Flo, eine Menge Freude damit haben. Und ich hoffe, dass der Podcast dir nochmal einiges gezeigt hat. Ja, ein wirklich schönes Gerät und ich kann es nur empfehlen, wer nicht ganz so viele Sprachsituationen oder Sprachprompts braucht, der kann sich ja den Olympus DM720 holen. Ja, ansonsten gibt es noch den LSP4 und den LSP4 noch. Den kriegt man, glaube ich, noch, ja. Das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge Nummer 131. Dann bis zur nächsten Folge. Das wäre dann die 132. Ciao, ciao.